Willkommen bei Minis Fashion Challenge. Hallo Freunde, seid ihr bereit für eine neue Challenge? Was uns wohl heute Spannendes erwartet. Wir sind bereit. Augen auf, Mädchen. Hier kommt die Challenge. Ihr arbeitet mit einer Keramikerin an einem geschmackvollen Accessoire, das von mir inspiriert ist. Mini. Bei dieser Challenge bekommen die zwei Unterstützung von Keramikerin Nicola Markin. Hi, ich bin Nicola. Ich mache modische Accessoires und viele andere Dinge aus Porzellan. Die Mädchen treffen Nicola in ihrem Atelier. Also, wir kreieren heute ein feines Modeaccessoire aus Keramik? Ja, und es muss von Minnie inspiriert sein. Erzählt mir von Minnie. Sie ist super cool und echt aufgeschlossen. Sie mag total Blumen, Pünktchen und Schleifen. Das ist ja super. Ich mache nämlich Blumen aus Keramik, so wow, wie die hier. Toll. Dann lasst uns doch was mit Gänseblümchen machen. Was denkst du? Wie wäre es mit einem Haaraccessoire? Vielleicht eine Haarnadel mit einem Gänseblümchen. Das klingt super. Genau wie bei Minnies Hut. Nicola zeigt den Mädchen, wie man mit Keramik arbeitet. Das fühlt sich echt gut an. Ja, Porzellan ist ein ganz zartes Material. Man kann damit sehr zierliche Dinge herstellen. Lasst uns mit den Blütenblättern anfangen. Wir formen das Blatt mit den Fingern, drehen es um, drücken das Ende zusammen und dann klappen wir die Ränder nach unten. Genau so. Was für eine coole Sache. Das ist wie Werken und Mode in einem. Unglaublich, wie aufwendig es ist, sowas herzustellen. Die Blüten sind fertig und Nicola zeigt den Mädchen, wie es weitergeht. Die sehen super aus. Ich habe hier zwei, die sind schon fertig. Für eure Haarnadeln. Die kommen jetzt in den Ofen und dann geht's weiter. Erst nachdem wir die Blüten komplett haben trocknen lassen, brennen wir sie im Ofen zwei Tage lang. Okay. Cool. Bemalen wir sie danach? Brauchen wir gar nicht. Wenn die Gänseblümchen gebrannt werden, werden sie ganz, ganz weiß, automatisch. Aber wenn ihr wollt, können wir die Mitte der Blüte gelb lackieren. Nachdem die Gänseblümchen abgekühlt sind, setzt Nicola die Haarnadeln für die Mädchen zusammen. Also ihr beiden, eure Haarnadeln sind fertig. Seid ihr bereit, eure schicken Haaraccessoires aus Porzellan zu bewundern? Ja, ich will sie sehen. Wow, sind die toll. Mega schön geworden. Wollt ihr sie anprobieren? Ja. Oh ja. Mädchen, eure Mini-Haarnadeln sind der absolute Wahnsinn. Wir sehen echt total Mini-mäßig aus mit unseren Haarnadeln. Das sind wirklich einzigartige Accessoires. Nachdem alles geschafft ist, dürfen die Mädchen Nicola noch ein paar Fragen stellen. Was würdest du jemandem raten, der wie du mit Keramik arbeiten will? Experimentierfreudig zu sein und, hab Spaß. Probier dich einfach aus. Danke für die Hilfe bei diesen Mega-Haarnadeln. Das habe ich gern gemacht. Schön, dass ihr da wart. Ich hatte viel Spaß mit euch. Ihr seht mit euren Mini-Haarnadeln wirklich super schick aus, Mädchen. Was hat Minnie wohl nächstes Mal mit euch vor? Wenn ihr mehr über Hatties und Indias Fashion-Abenteuer erfahren wollt, geht auf www.disney.de/Minnie.